guck mal rein. Wir sind hier in unserer Wohnung in Rom. Und zwar ist heute der 5. Tag von der Test-Drive-Tour. Wir sind alle ganz schön aufgeregt. Und wir dachten, es wäre eigentlich ganz cool, wenn wir euch so ein bisschen so einen Einblick in den Touralltag geben würden. So, was sind unsere Probleme, vor welchen Herausforderungen stehen wir, was passiert uns so auf der Tour. Am klügsten ist es wahrscheinlich, wenn wir am ersten Tag anfangen. Am Tag, wo wir uns mit unserem Team im Büro verabschiedet haben. Das war ziemlich herzzerreißend, deswegen schaut mal rein. Das ist die Probefahrten-Abschiedstorte. Abschiedskuchen. Ciao, ciao. Ciao. Viel Spaß. Ja. Wenig Gepäck, das weiß jeder. Das macht gut. Juhu! Das ist der erste Tag heute, es regnet. Wir haben jetzt ungefähr 11 Uhr morgens und wir sind gerade dabei, den Reifen auszuwechseln. Der Reifen am Anhänger, auf dem der Sion hinten drauf steht, der ist platt. Alles gerockt hier. Oh, das ist schwer, was geht. Ja, passt. Applaus! Yeah. Welches Auto fährt denn jetzt zur Werkstatt? Sviluppato una macchina elettrica che va con l'energia solare. Ma dai, ciao. Voi siete gentilissimi, grazie, ciao! Das ist jetzt der frisch gewechselte Reifen, ausgewuchtet und wieder bereit für die Fahrt. Let's do it! MacGyver did it. Wie ihr seht, wir haben es geschafft. Wir sind in Rom. Hinter mir das Kolosseum. Das wird ziemlich aufregend die nächsten Tage. Wir sind morgen leider nicht im Kolosseum, aber dafür im Stadio dei Marmi. Das ist ein kleines Stadion direkt neben dem Olympiastadion in Rom. Und da machen wir unsere ersten Probefahrten morgen. Wir holen heute Nacht dann noch die Sions ab. Die sind gerade noch auf einem Parkplatz geparkt. Wir können erst gegen 12 Uhr ungefähr ins Stadion rein. Und wir sind schon mega aufgeregt und mega gespannt und freuen uns und sagen schöne Grüße. Ja, sieht gut aus. Wir haben es geschafft. Wir sind angekommen im Stadio dei Marmi. Heute ist unser erster Probefahrtentag. Es ist ungefähr 8 Uhr morgens. Um 2 Stunden kommen die ersten Leute. Wir haben jetzt schon alles aufgebaut und ich steig schon mal ein. Na, was nächste Woche so passiert oder was die Woche so passiert mit Probefahrten, das seht ihr natürlich im nächsten Video. Wenn ihr Feedback habt für uns, was euch mehr interessiert, was euch weniger interessiert, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Abonniert unseren Channel, teilt es mit euren Freunden und genau, wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche wieder.